Alles Paletti? Sicher doch. Feiert doch die Einkaufsnacht in Waidhofen an der Ips ein rundes Jubiläum. Bereits zum 40. Mal war Bummeln und Flanieren bis 10 Uhr abends angesagt. Jedes Jahr mehr oder weniger, oder wir haben zweimal im Jahr die Einkaufsnacht. Die haben wir immer eben unter dem Motto gestellt, eben diesmal unter dem Motto Alles Paletti. Dann haben wir den italienischen Markt, was eben auch italienisch ist. Dann haben wir italienische Musik dazu. Und dann haben wir eben die Sitzmöbel und Bars und so auch unter das Thema gestellt. Und wir haben da mit dem Verein Job, die haben uns da Palettenmöbel gemacht. Und man wird auch heute noch sehen, die Holzspäßes werden auch speziell Palettenmöbel bauen. Also dass man sieht, was man aus Paletten alles machen kann. Und die werden wir dann in der Fußgängerzone dann ausstellen. Wo sonst Autos unterwegs sind, laden die Geschäfte und Aussteller zum Shoppen und Ausprobieren ein. So konnte man sich im kreativen Tun üben und sich neben dem Shoppen bei der Töpferstation austoben. Danach geht's zum Mercato Italiano, wo man sich durch die südländische Kulinarik durchkosten konnte, und da wurde nichts ausgelassen. Wir haben Südtirol-Produkte, Speck, Wollschwein, Lardo, Käse, Alpenkäse, Hirschschinken, verschiedene Salami, Hirschsalami, Nusssalami, Rehsalami, Gamssalami, Kaminwurzen, Brot, Finchgerloch, Schüttelbrot, bekannte, und Weine aus dem Südtirol. Wir und immer sind immer ganz gut gefahren und es war immer nicht schlecht, wenn das Wetter mitspielt. Doch gehen wir etwas südlicher den Stiefel hinunter und lassen uns von den sonnengereiften Produkten in den Urlaub zurückversetzen. Allora, ich habe Wurstspeisen aus Kalabrien, die Oliven von Sizilien, Apulien, Ligurien, bisschen überall aus Italien. Eine Spezialität im Brot von Apulien, Holzofen gemacht. Einen guten Rotweinkäse, Gorgonzola. Seit 1998 steht Waidhofen bis spät in die Nacht auf den Beinen und genießt ein einmalig nächtliches Einkaufserlebnis. Ich glaube, gerade bei Einkaufsnächte präsentiert sich Waidhofen von seiner sehr charmanten Seite, was wir ja immer nach außen tragen wollen, eben die Einkaufsstadt mit Charme. Und bei so einer Einkaufsnacht, glaube ich, gelingt uns das sehr gut, speziell wenn das Wetter dann auch noch mitspielt und ein schöner lauer Abend wird. Übrigens, die coolen Möbel aus Europaletten zieren auch noch in den nächsten Wochen die Fußgängerzone und laden ein zum Platznehmen.